Hallo und herzlich willkommen zur letzten Runde im Seuchenviertel. Wir haben noch einen Gegner vor uns im heroischen Bereich und das ist Loatep. Wer kennt ihn nicht, das alte Sumpfmonster? Wenn ihr euch auch nur in die Nähe von Loatep begebt, wird euer Fleisch beginnen zu verrotten. Ich würde also eine Nahkampfklasse empfehlen. Nee, nicht ganz. Wir haben uns mehr für einen Heiler entschieden, weil er macht doch einen ordentlichen Schaden drauf und wir müssen uns arg gegenheilen. Deswegen nehmen wir unser schönes Priesterdeck, das wir extra für ihn zusammengebastelt haben. Ich mache euch allerdings keine Hoffnung. Ich selbst habe 4 oder 5 Versuche jetzt gerade gebraucht, bis ich mal so eine gewisse Spielweise vom Loatep gut durchblickt habe. Und ja, ich denke, bei euch wird es wahrscheinlich auch so dauern. Einfach, man braucht eine Weile, bis man sich an seine Fähigkeiten gewöhnt hat und auch seine KI kapiert hat. So, wir nehmen hier am besten, ja, erste Runde auf jeden Fall den Spotter rein, damit wir den Schaden, die 3 Schaden hier abfangen können. Wenn er das Ross, meistens spielt er das Ross oder er spielt den explodierenden Gnom. Ross ist die ungünstigere Variante, da haben wir natürlich einen kleinen Nachteil, weil unser Tank verschwindet gleich in der ersten Runde. Jetzt sollten wir schnell seinen Tank wegbekommen, das machen wir hier über den Schattenwort Schmerz. Und geben die Runde frei. So. Wir haben Gott sei Dank einen zweiten Tank. Den können wir jetzt gleich und können auch gleich jetzt die Heilung noch weiter nutzen. Und spielen deswegen jetzt hier, ja, den Lichtbrunnen und die Priesterin. Okay, weil er den Schildträger, der wäre eh gleich weg. Also der würde nicht arg viel machen, deswegen lassen wir uns ein bisschen runterziehen und hoffen, dass wir in der nächsten Runde was Gutes bekommen. So. Spindlinge sind ungünstig, aber wir können uns hochbuffen. Wir nehmen den Schildträger, buffen uns alle hoch. Damit würde jedes, was jetzt den Schildträger angreift, verschwinden. Und nehmen natürlich noch den hier weg, weil er sich ja bei jedem gestorbenen Gegner halt eben hochbufft. Und nicht vergessen, ja, in dem Fall ist die Heilung auf unserem Lichtbrunnen ein bisschen wichtiger, einfach weil, ja, ihr seht, er kann auch 5 Schaden auf einmal machen. Und ich möchte einfach den Brunnen so lang wie möglich am Leben halten und hoffen, dass er kein Bäumchenspiel macht. Das hat er nämlich auch noch in petto. Gut, okay. Unser Brunnen ist da, wir sind Runde 5, das heißt, wir müssen das Pferdchen natürlich irgendwie wegkriegen können. Aber es ist auch wichtig, dass wir ordentlich Schaden machen, deswegen spiele ich die Spindlinge. Einfach, falls er irgendeinen Exploder hat. Und nehme sein Pferdchen weg. So, und heil uns noch ein bisschen. Mit 2 Leben überlebt man eigentlich immer recht gut. Naja, außer er macht den 5er Schaden. Das ist natürlich blöd. Gut, aber er hat ordentliche Dienste gemacht. Vielen Dank, lieber Lichtbrunnen. Gut, und wir kommen eine Runde weiter. Wenn viele Sporen liegen, ist natürlich der Ghoul-Tank auch recht gut. Aber ich spiele lieber einen sicheren Tank, der ordentlich was aushält. Und buff ihn einmal hier drüber. So. Er spielt nochmal einen Ghoul. Den können wir natürlich dann gleich wegmachen. Er spielt auch die Spotter. Die könnten wir auch. Wir haben Runde 6. Das heißt, wir haben unten auch noch unser heiliges Feuer. Und wir nehmen als wichtigsten auf jeden Fall den Ghoul weg. Und über das Heilige Feuer können wir ihn wegnehmen, können uns dadurch noch ein bisschen hochheilen und alles ins Gesicht. Das Wichtigste ist auch, wenn ihr irgendwie großen Schaden habt, spielt den Schaden sofort ihm ins Gesicht. Es ist wichtig, eine Bordkontrolle und dann halt eben gucken, dass man ihn mit seinen Karten aussaugt. Also ihr seht, wie viel Schaden er jetzt, er hat jetzt 3 Schaden auf einmal machen können mit seiner Sporenfähigkeit. Und das kann natürlich ziemlich eklig werden. Aber da hilft jetzt natürlich unser schöner Ghoul, den wir hier unten haben.
Weil mit 4 so dran liegen, ist es natürlich nicht schlecht. Ich sollte allerdings erstmal hier innen ein bisschen hochheilen. Dann verdoppeln wir ihn nochmal, damit ihm nichts passieren kann. Spielen noch eine Lichtbrut. Lichtbrut ist in dem Level eigentlich eher blöd, aber es ist ein guter Kartensammler. Das heißt, er wird jetzt auch größtenteils sich darum kümmern, dass unsere Sporen schön immer eingesammelt werden, weil der Verdopplungseffekt wirkt natürlich nicht auf die Lichtbrut. Okay. Jetzt können wir hier nichts machen, aber wir können. Ja, wenn er den angreift, dann will ich wenigstens alle Sporen eingesammelt haben. Und das macht natürlich unser Ghoul hier recht schön. Genau. Und nehme noch eine Spore mit und die 17 ins Gesicht. Damit steht's 13 zu 70. Okay, er geht leider auf den falschen Tank. Ich habe gehofft, dass er auf den anderen geht. Und bekommt einen Lepra-Gnom. Das ist schön, der macht hier nur 2 Schaden, den können wir nutzen. Aber das Wichtigste, wir heilen uns. Wir spielen dann noch einen Tank und nehmen seinen Lepra-Gnom weg, damit er einfach keinen Schaden mehr machen kann. So. Hier sammeln wir noch. Nee. Na. Nee, ich glaube nicht. Wenn er jetzt das Bäumchenspiel macht, dann wäre es blöd. Deswegen nehme ich lieber eine Spore, erhöhe damit den Schaden. Auch von meinem anderen Tank. Und er bekommt auch nochmal einen Tank. So, sehr schön. Gargoyle bringt nichts, ist ein Sporensammler. Aber er macht ihn auch zu schnell weg. Also wenn ich ihn nicht durch irgend noch ein extra Schildchen hochsetzen kann, bringt es mir gar nichts. Ich kann opfern, ich kann die Spore spielen oder ich gehe mit ihm drauf. Ja, ich glaube, das ist am sinnvollsten. Dann lassen wir unseren Sporensammler los. Damit kriegen wir es hoch. Und wir haben schon genügend Schaden. Deswegen können wir das Ganze jetzt direkt zum Angriff bringen und machen hier 25, hier 33 Schaden. Also wenn man so viel gesammelt hat, dann ist es eigentlich gut. Das Wichtigste ist bei Loatep wirklich, dass man seine Karten aussaugt und dass er nur noch von Zug zu Zug agiert. So, ja, wir hören ja auf. Nächste Woche geht's weiter mit dem nächsten Viertel. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Like. Das Deck habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis dann. Hearthstone, Heroes of Warcraft.